Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Enshrouded-Server mietet, dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige es euch heute. Geht zuallererst auf host-unlimited.de, dann links unter Game-Server auf Enshrouded-Server und dort könnt ihr euer Paket wählen, das am besten zu euch passt. Ich habe den Link auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wir legen also unsere Slots fest, das ist die Zahl der Spieler, die auf unserem Server spielen können. In dem Fall können dann bis zu 16 Leute gleichzeitig Enshrouded spielen. Wir nehmen das Premium-Paket, damit auch alles schön flüssig läuft. Und können hier nochmal ganz geschmeidig unseren Rabattcode verwenden. Der Code gibt 7% Rabatt und wenn man in Voraus bezahlt, dann sogar bis zu 27%. So, also bestellen wir jetzt den Server und schon ist es fertig und wir sind eingeloggt. Jetzt klicken wir auf den orangenen Button zum Installieren des Servers. Das ist auch wirklich nur einmal nötig, wenn man den Server frisch bestellt hat. Wenn wir drauf geklickt haben, kann das kurz dauern. Enshrouded ist ein ziemlich großes Spiel. Und wenn der Prozess dann abgeschlossen ist, dann klickt man auf den grünen Knopf Starten. Jetzt kann man sich theoretisch schon einloggen und spielen. Ich zeige dir jetzt noch ganz kurz, wie du ein Serverpasswort festlegen kannst, damit auch wirklich nur du und deine Freunde auf den Server kommen. Dazu machst du den Server erstmal aus, also roter Knopf. Dann gehst du oben rechts auf Dateien und dann klickst du die Enshrouded Server JSON an und unter Passwort kannst du dann ein Passwort festlegen. Vergiss nicht zu speichern. Danach kannst du einfach den Server wieder starten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen Anleitung helfen und viel Spaß mit eurem Enshrouded Server.